Und jetzt geht's weiter und ich darf das Wort reichen an Christiane Wendehorst. Sie ist Professorin für Zivilrecht an der Uni Wien und Gründungsmitglied und Präsidentin des European Law Institute und Vorsitzende des Akademierats der Österreichischen Akademie der Wissenschaften und noch ganz viele andere super spannende Jobs und Stellen, die sie mir gerade schon im Vorgespräch kurz verraten hat. Das ist ja ein sehr, sehr interessanter Lebenslauf und ich bin schon super gespannt, was sie uns jetzt gleich erzählt zu unfairen algorithmischen Practices, also unfair algorithmic. Ich lasse es einfach. Unfair Algorithmic Practices. Jetzt aber. Genau. Und was es alles für Stolpersteine gibt, wenn es um die Regulierung von KI geht. Ganz, ganz herzlich willkommen, Christiane Wendehorst. Hallo. Ja, hallo und ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich hier bei der Privacy Week vortragen darf. Das, was ich heute Abend vorstellen werde, ist kein fertiges Forschungsergebnis, sondern das ist etwas, woran ich gerade arbeite, was ich gerade spannend finde. Ich habe es letzte Woche schon bei einer Konferenz in Brüssel Teile, aber nur ganz kleine Teile in etwas anderem Kontext vorgestellt und einzelne Elemente dieser Idee finden sich auch in einer Antwort auf die Konsultation der Europäischen Kommission zum White Paper on AI. Aber im Wesentlichen handelt es sich um Work in Progress und ich würde mich auch besonders freuen, wenn ich hier heute Abend in der Diskussion vielleicht auch Input zu der Idee, auch sehr gerne kritischen Input zu der Idee bekomme. Worum geht es? Mein Vortrag ist in fünf Teile gegliedert. Es geht zunächst einmal in den ersten drei Teilen um gewisse Probleme, die ich bei der DSGVO orte und vor allem Probleme für die Betroffenen. Also warum an verschiedenen Ecken und Enden die DSGVO möglicherweise ihre Schwächen hat, möglicherweise Probleme bereitet. Und dann eben die Überlegung, ob vielleicht ein Ansatz an Unfair Algorithmic Practices hier für so manches Problem eine Lösung bieten könnte. Es geht jetzt teilweise um, wie gesagt, das Ausgleich von Schwächen, die die DSGVO hat. Es geht aber natürlich auch um die Frage, wie kann man hier AI Regulation, also KI-Regulierung, sinnvoll gestalten. Also beides spielt hier eine Rolle. Und natürlich ist vieles von dem, was ich jetzt sagen werde, auch vor dem Hintergrund der derzeitigen Überlegungen auf EU-Ebene zu sehen, hier eben ein New Regulatory Framework for AI zu schaffen. Gut, ich fange jetzt mal an mit einem Problem der DSGVO und dieses Problem lautet in meinen Augen Einwilligung. Die Einwilligung wird ja sehr, sehr häufig sozusagen als der Königsweg der Rechtfertigungsgründe gesehen. Die Einwilligung ist natürlich etwas, was den Betroffenen erlaubt, autonome Entscheidungen zu treffen, wie mit den Daten umzugehen ist. So die Idee, und die Idee ist ja auch wichtig und richtig. Das Problem ist nur, es funktioniert vieles in der Praxis nicht so, wie wir uns das in der Theorie wünschen würden. Und dafür gibt es eine Reihe von Gründen. Ein Grund, der jetzt eher juristischer Natur ist, ist, dass in der DSGVO es für die Einwilligung im Grunde keine materiellen Grenzen gibt. Also es ist hier sehr, sehr vieles eher Formales beschrieben, sofern man die Freiwilligkeit als formal bezeichnen möchte. Natürlich ist Freiwilligkeit auch ein materielles Erfordernis, aber es geht eben hier um Freiwilligkeit, dass es in informierter Weise getroffen werden muss.
dass es eben eindeutig sein muss. Es geht aber nicht darum, um den Inhalt. Man kann im Prinzip, wenn wir uns hier den Wortlaut zum Beispiel von Artikel 4 der DSGVO ansehen, man könnte im Prinzip auch in eine Datennutzung einwilligen, die höchst gefährlich ist, die vielleicht dem Betroffenen einen massiven Schaden zufügt, einen Schaden wirtschaftlicher oder auch immaterieller Art. Und in der DSGVO selber finden wir eigentlich relativ wenig, was dem entgegenstehen würde. Natürlich können wir sagen, wir verweisen auf das Fairness-Prinzip, was in Artikel 5 der DSGVO verankert wird. Aber die Frage stellt sich natürlich, ist dieses Fairness-Prinzip, was wir hier in Artikel 5 finden, genug, um Schutz davor zu bieten, dass der Betroffene oder die Betroffene hier in eine Datenverarbeitung einwilligt, die ein großes Schadenspotenzial mit sich bringt. Wir könnten natürlich auch hier sagen, na, die Lösung liegt vielleicht nicht in der DSGVO, sondern wir schauen in den Erwägungsgrund Nummer 42. Und Erwägungsgrund Nummer 42, über dessen Existenz ich mich sehr freue. In diesem Erwägungsgrund findet sich ein Hinweis auf die Klauselrichtlinie, die Unfair Contract Terms Directive. Ich habe sie hier als UCTD abgekürzt. Und vielleicht ist natürlich die Klauselrichtlinie und die mit ihr einhergehende Möglichkeit der Klauselkontrolle, der AGB-Kontrolle eine Lösung, wie wir hier auch materielle Grenzen einziehen können. Vielleicht gelingt es uns auch, materielle Grenzen einzuziehen im Umweg über das nationale Deliktsrecht, wie wir so richtig wissen müssen. Ja, schon mal ein Problem. Also das Problem, wir haben keine materiellen Grenzen der Einwilligung und im Prinzip könnte man also auch hier in etwas einwilligen, jedenfalls nach dem ausdrücklichen Wortlaut der DSGVO, das ein sehr, sehr hohes Schadenspotenzial mit sich bringt. Das ist aber nicht das einzige Problem. Wir haben auch noch Probleme, dass die Einwilligung, wie wir alle wissen, nicht besonders dokumentiert wird. Ich kann die Einwilligung in beliebiger Form erteilen, ich kann sie mündlich erteilen, ich kann die auch konkludent erteilen. Es gibt eigentlich hier keinerlei bleibende Dokumentation für den Betroffenen, der diese Einwilligung einmal abgegeben hat. Und diese Einwilligung hat dann auch nach der DSGVO kein Verfallsdatum. Also sie dauert einfach fort. Theoretisch für ewig, natürlich nicht wirklich für ewig, weil wir auch das Prinzip der Speicherbegrenzung haben. Es hängt dann davon ab, für wie lange der Zweck, der in der Einwilligung angegeben war, hier eine Speicherung erfordert. Aber es gibt auch kein explizites Verfallsdatum für so eine Einwilligung. Und auch in den Informationsregeln, also den Regeln über die Information, die den Betroffenen gegeben werden muss, finden wir hier keine besonderen Vorschriften zu irgendeiner Form. Es gibt also nichts, was der Betroffene dauerhaft in Händen halten würde. Man klickt irgendwo auf einen Button und dann hat man seine Einwilligung eben erteilt und sie ist dann weg und man weiß eigentlich gar nicht mehr, wem man die Einwilligung erteilt hat, worin man eingewilligt hat und kann das später auch überhaupt nicht mehr nachverfolgen. Auch die Information selber, wenn wir uns einmal den Inhalt der Information anschauen, dann hilft die vielleicht nicht unbedingt weiter. Zwar sind die Kataloge der Informationsinhalte in Artikel 13 und 14 der DSGVO sehr lang. Also auf den ersten Blick sagen wir, das ist schon sehr beachtlich, was da alles drinsteht. Es steht auch sehr viel Hilfreiches drin, selbstverständlich. Und das sollte man schon ernst nehmen. Aber wenn man den Katalog hier einmal sich genau anschaut, dann fällt einem auf, dass
eine wichtige Information fehlt, und zwar die Information, die wahrscheinlich für den Betroffenen die allerinteressanteste ist. Also jedenfalls, wenn ich von mir selber ausgehe, wenn ich irgendwo gefragt werde, ob ich meine Einwilligung erteile, dann ist für mich persönlich die erste Frage, was für Auswirkungen hat das denn eigentlich für mich? Welche Risiken gehe ich eigentlich damit ein, wenn ich hier beispielsweise in eine Personalisierung von Inhalten einwillige? Was heißt das eigentlich für mich? Das jetzt heißt jetzt zum Beispiel Personalisierung von Inhalten für mich, dass ich einfach Zeit spare, Lebenszeit, die ich dann auch besser für sinnvolle Dinge einsetzen kann. Also ist das etwas Gutes für mich? Oder heißt das für mich, dass zukünftig auch alle Preise personalisiert werden, dass irgendjemand meine insgeheime maximale Zahlungsbereitschaft erkundet? Und bedeutet das also für mich einen großen wirtschaftlichen Verlust und eine sozusagen das Gefangensein in irgendeiner algorithmischen Preisfalle, aus der ich nicht so schnell wieder hinauskomme. Das heißt, diese Information fehlt. Das soll jetzt nicht heißen, dass man die Risiken in diese Informationskataloge auch aufnehmen sollte. Man kann wahrscheinlich über diese Risiken auch schwer informieren, aber es ist doch eine interessante Erkenntnis, dass diese Information, die vielleicht die wichtigste ist, eben fehlt. Insgesamt können wir also sagen, die Einwilligung ist zwar der erste genannte Rechtfertigungsgrund. Es ist ein Rechtfertigungsgrund, der sehr, sehr stark eine herausgehobene Stellung in der DSGVO genießt. Auch in der Grundrechtecharta natürlich eine herausgehobene Stellung genießt. Es ist aber nicht der einzige Rechtfertigungsgrund und es ist wahrscheinlich oder möglicherweise sogar ein besonders problematischer Rechtfertigungsgrund, weil eben ein Betroffener offenbar auch in jede beliebige Selbst- oder Fremdschädigung hier einwilligen kann. Es sei denn, wir korrigieren das eben über das Fairness-Prinzip oder über die Klauselrichtlinie oder über nationales Deliktsrecht, aber das ist ja alles zweifelhaft, ob wir das überhaupt tun können. Dazu fehlt uns noch ein klares grünes Licht vom EuGH und befriedigend ist diese Lösung allemal nicht. Und eben auch die anderen Probleme, die ich aufgezählt habe, eben keine Dokumentation, interessanteste Information fehlt eigentlich, Einwilligung wird für eine unbestimmte Dauer gegeben. Das alles bedeutet doch, dass der Betroffene oder die Betroffene hier im Falle einer Einwilligung gar nicht so gut geschützt ist, wie das auf den ersten Blick immer den Anschein hat. Und dieser Fokus auf die Einwilligung ist im Grunde aus der Sicht der betroffenen Person ein problematischer. Das waren jetzt einmal Probleme mit der DSGVO, die eben aus diesem Fokus auf die Einwilligung resultieren. Aber es gibt noch weitere Probleme mit der DSGVO, die kann ich nicht alle abschließend hier jetzt erläutern, aber ich will doch noch zwei besonders hervorheben. Und der eine, den ich besonders hervorheben möchte, ist eben das Problem des Schutzes, wenn Daten weitergegeben werden. Wir haben hier so eine ganz skurrile Situation. Wir wissen alle, dass Daten in der Datenwirtschaft weitergereicht werden. Von einem Verantwortlichen zum nächsten Verantwortlichen, zum nächsten Verantwortlichen, zum nächsten Verantwortlichen. Und die ganze Diskussion um den Datenschutz und auch wenn wir uns den Text der DSGVO so durchlesen, dann haben wir den Eindruck, dass das alles sich immer nur um den ersten Verantwortlichen dreht. Also denjenigen, der die Daten zunächst einmal erhebt. In diesem Verhältnis, also dem Verhältnis zwischen betroffener Person und irgendwie dem ersten Verantwortlichen, da haben wir eine sehr, sehr intensive Diskussion über Datenschutz.
Da haben wir sehr, sehr viele Regelungen über dieses Verhältnis. Aber wie denn da eigentlich jetzt das Verhältnis zwischen betroffener Person und den ganzen weiteren Verantwortlichen so ausgestaltet ist, dazu findet sich in der DSGVO sehr, sehr wenig und auch sehr, sehr wenig Diskussion. Man hat so den Eindruck, dass hier einfach eine Wand besteht, eine Mauer zwischen der Datenschutzdebatte und der Datenwirtschaftsdebatte. Man hat so den Eindruck, dass die Datenschutzdebatte etwas ist zum Verhältnis zwischen betroffener Person und erstem Verantwortlichen und die Datenwirtschaftsdebatte dann etwas ist zum Verhältnis zwischen den verschiedenen Verantwortlichen. Aber das ist natürlich in Wahrheit nicht eine zutreffende Sichtweise. Es ist jetzt nicht so, dass die DSGVO gar nichts dazu sagen würde. Die DSGVO behandelt einfach alle Verantwortlichen sozusagen gleich. Wer verantwortlicher ist, hat eben alle Pflichten unter der DSGVO und die betroffene Person hat dann auch theoretisch gegenüber jedem Verantwortlichen die Rechte nach der DSGVO. Also im Prinzip ist das alles theoretisch geregelt. Prinzip der direkten Wirkung. Theoretisch hat man also gegen jeden Verantwortlichen in der Kette die gleichen Rechte und hat auch jeder Verantwortliche in der Kette die gleichen Pflichten. Aber eben auch nur so in der Theorie. Wir werden uns gleich ansehen, warum das ein Problem darstellt. Zunächst aber mal, wie gesagt, ist an sich das Weiterreichen nach der DSGVO ein ganz normaler Verarbeitungsvorgang, der eben seinerseits auch einer Rechtsgrundlage bedarf. Und diese Rechtsgrundlage, die kann verschiedene sein. Es kann sein, dass wir hier schon gerechtfertigt sind, beispielsweise nach Artikel 6 Absatz 1 Litera F, dass wir also schon einen Fall berechtigter Interessen haben. Da sind dann auch noch einmal zwei Spielarten denkbar. Einmal kann es sein, dass die Interessen desjenigen, der die Daten hier verarbeitet, so weit überwiegen, dass es nicht einmal ein Widerspruchsrecht nach Artikel 21 gibt. Das ist dann sozusagen hier das linke Feld auf dieser Folie. Es kann auch sein, und das ist häufiger der Fall, dass die Weitergabe der Daten durch berechtigte Interessen hier gerechtfertigt ist, aber wir doch ein Widerspruchsrecht nach Artikel 21 haben. Oder, und das ist der wahrscheinlich praktisch allerhäufigste Fall, dass es hier keine berechtigten Interessen und auch keinen anderen gesetzlichen Rechtfertigungsgrund gibt und dass wir hier eben die Einwilligung als Rechtsgrundlage brauchen. Und die Einwilligung, das haben wir vorhin auch schon gesehen, ist eben dieser besonders problematische Rechtfertigungsgrund, der zwar einerseits die Autonomie der betroffenen Person sehr, sehr hoch hält, auf der anderen Seite aber auch eine ganze Reihe von Gefahren für die betroffene Person hier mit sich bringt. Vielleicht ist das aber auch gar nicht so, dass wir für die Weitergabe immer eine Rechtsgrundlage brauchen. Wenn wir jetzt einmal anschauen, was Erwägungsgrund 50 zur Zweckänderung sagt, dann finden wir hier eben die Bemerkung, dass wenn die Daten dann für einen anderen Zweck weiterverwendet werden sollen, als für den sie ursprünglich erhoben worden sind, dann muss man eben nur die Vereinbarkeit der Zwecke hier prüfen. Und in einem solchen Fall, so sagt der Erwägungsgrund 50, brauchen wir eigentlich, abgesehen eben von der Prüfung der Vereinbarkeit der Zwecke, keine eigenständige Rechtsgrundlage mehr. Und
Artikel 5 Absatz 1 Litera B sagt dann sogar noch, wenn es darum geht, hier zu prüfen, ob Zwecke vereinbar sind, dann ist doch die Weiterverarbeitung für eben wissenschaftliche Zwecke und auch für einige andere Zwecke, sowie für statistische Zwecke, Archivzwecke und so weiter, hier immer als vereinbar anzusehen. Und wenn wir uns sehen, mal einmal anschauen, wie weit die Definition von wissenschaftlichen Zwecken und wissenschaftlicher Forschung hier gezogen ist, das beinhaltet auch jede industrielle Forschung und so weiter oder die meisten Formen industrieller Forschung. Dann können wir sehen, wie weit im Grunde jetzt hier diese Vorschriften eigentlich gefasst sind. Und ein weiterer Hinweis darauf, dass hier tatsächlich eine sehr, sehr weitgehende Möglichkeit der Weiterverwendung von Daten besteht, finden wir auch in der Open Data Directive, also der überarbeiteten PSI-Richtlinie, wo wir eben hier finden im Erwägungsgrund 42 eine Bemerkung, die sagt, dass die Weiterverwendung von Daten für andere Zwecke als für die sie ursprünglich erhoben worden sind, hier an eben dem Prozess, dem Prinzip der Zweckbindung unterliegt. Und dann finden wir diesen Verweis auf Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung. Und das können wir fast so lesen, dass hier tatsächlich nur das Prinzip der Zweckbindung, also letztlich hier Artikel 6 Absatz 4 der Datenschutzgrundverordnung, ausreicht. Also das bedeutet alles, wenn wir das so zusammenziehen, dass wir hier doch keine hohen Hürden haben, dass im Grunde die Weiterreichung von Daten, das Weiterreichen von Daten, das Weiterverwenden von Daten durch Dritte keinen besonders hohen Hürden unterliegt. Gerade durch diese Kombination aus Möglichkeit der Zweckänderung und privilegierten Verarbeitungszwecken, insbesondere eben der wissenschaftlichen Forschung, haben wir hier sehr, sehr weitgehende Möglichkeiten, Daten weiterzureichen und dann eben Daten durch Dritte und eigenständige Verantwortliche hier eben verarbeiten zu lassen. Diese Möglichkeit der Zweckänderung, das gilt nicht so einfach bei der Einwilligung, aber wir haben schon gesehen, bei der Einwilligung haben wir andere Probleme. Ja, das war einmal die Frage der Rechtsgrundlage und wir haben gesehen, hohe Hürden gegen die Weiterreichung von Daten gibt es in der DSGVO eigentlich nicht. Aber es ist noch etwas problematischer. Wenn wir uns einmal anschauen, was denn ansonsten für Anforderungen gestellt sind an das Weiterreichen von Daten, dann sehen wir, diese Anforderungen sind auch im Übrigen nicht besonders hoch. Nicht nur was die Rechtsgrundlage anbelangt, sondern auch im Übrigen ist die DSGVO hier relativ lax. Wir haben auffälligerweise in Artikel 28 folgenden haben wir sehr, sehr ausführliche und auch durchdachte Regelungen, was denn gilt bei dem Weiterreichen von Daten an einen Auftragsverarbeiter, also jemanden, der im Auftrag eines Verantwortlichen hier Daten in irgendeiner Form verarbeitet. Aber auffälligerweise gilt das eben nicht hier für das Weiterreichen von Daten an einen anderen Verantwortlichen. Wir haben zwar eine Vorschrift zur gemeinsamen Verantwortlichkeit und der EuGH hat jetzt auch in ein paar Entscheidungen diese gemeinsame Verantwortlichkeit durchaus ausgedehnt, aber etwas zum Weiterreichen an eigene, eigenständige Verantwortliche haben wir nicht. Und ob man den Artikel 28 hier analog anwenden kann, dagegen habe ich doch meine großen Bedenken. Also daran habe ich doch meine großen Zweifel.
Wir könnten also, was jetzt zum Beispiel Prüfpflichten anbelangt, ja, was also die Frage anbelangt, was muss ich denn eigentlich in den Vertrag mit einem anderen Verantwortlichen reinschreiben, zum Schutz eben der betroffenen Person. Alles dies, was wir hier in Artikel 28 für die Verträge zwischen Verantwortlichen und Auftragsverarbeiter haben, das steht so explizit nicht drin in der DSGVO für Verträge zwischen erstem Verantwortlichen und zweitem Verantwortlichen oder dann zwischen zweitem Verantwortlichen und dritten Verantwortlichen. Und wie gesagt, die Analogie würde auf sehr, sehr wackeligen Beinen stehen. Wir können uns wieder nur helfen mit irgendwelchen allgemeinen Erwägungen, den Prinzipien des Artikel 5 oder irgendwelchen Hinweisen in Artikel 6 auf irgendwelche appropriate safeguards, also irgendwelche geeigneten Garantien für die betroffene Person. Aber das ist natürlich alles ein sehr, sehr schwacher Schutz. Und es ist erstaunlich, dass die DSGVO hier insofern keine klaren Vorgaben macht. Es kommt fast noch schlimmer, kann man sagen, wenn man mal ansieht, was eigentlich beim Weiterreichen von Daten alles so festgehalten werden muss. Ja, da finden wir zum Beispiel die Dokumentationspflichten in Artikel 30. Da steht zumindest explizit, wenn wir das nicht durch eine Auslegung entsprechend korrigieren, steht explizit nur etwas drin von den Kategorien von Empfängern. Also wenn wir das jetzt nicht hier einschränkend auslegen, dann scheint es so, dass Artikel 30 nur eine Dokumentation der Kategorien von Empfängern hier erfordert und gar nicht das Festhalten der Identitäten der Empfänger. Also ich bin sehr dafür, das einschränkend auszulegen, aber der Wortlaut ist zunächst einmal ein anderer. Und auch hier, wenn es zum Beispiel darum geht, wenn eine betroffene Person hier irgendwie ein Löschungsverlangen ausgesprochen hat und Ähnliches gilt natürlich auch beim Widerruf der Einwilligung, dann haben wir hier auch wachsweiche Formulierungen, unter welchen Umständen hier eine Verpflichtung besteht, diese Information sozusagen entlang der Kette an die Empfänger von Daten weiterzureichen. Und wenn schon gar keine Dokumentation da ist, dann hilft das alles vielleicht ohnehin nicht besonders viel. Und ähnlich schwach auf der Brust, um das mal so zu sagen, ist dann auch die DSGVO, wenn es um die Informationspflichten geht. Also hier auch nach Artikel 13. Auch hier wieder kann man sagen, wir sollten das restriktiv auslegen. Aber wenn wir einfach mal den Wortlaut uns anschauen, geht es im Grunde nur gegebenenfalls darum, die Kategorien von Empfängern anzugeben. Und das hilft natürlich dem Betroffenen, der vielleicht seine Rechte ausüben will, relativ wenig. Und ähnlicher Befund Artikel 14, wenn es darum geht, dann welche Informationen die weiteren Empfänger in der Kette hier eigentlich geben müssen, finden wir eine Menge überaus unklarer Formulierungen. Niemand weiß eigentlich so genau, was da jemand, der weiter unten in der Kette Daten bekommt, im Rahmen solcher Datenhandelsmodelle etwa, hier dem Betroffenen gegenüber eigentlich schuldet. Also eigentlich ein erschreckender Befund, kann man sagen, dass die Datenschutzgrundverordnung eben dem Problem des Datenhandels, und dieser Datenhandel ist eine Realität, Datenhandel passiert nicht nur mit nicht personenbezogenen Daten, sondern wir haben einen blühenden Handel mit personenbezogenen Daten. Und im Grunde ist die DSGVO darauf nicht zugeschnitten. Es gibt keine klaren Regeln zu Due Diligence, also das heißt keine klaren Regeln, wie
was muss ich alles prüfen, bevor ich personenbezogene Daten weiterleite. Es gibt keine klaren Regelungen dazu, was ich in die Verträge reinschreiben muss mit weiteren Gliedern in der Kette. Es gibt keine Regeln dazu, ob ich die weiteren Glieder in der Kette in irgendeiner Form überwachen muss. Es gibt keine besonders guten Regelungen dazu, was ich dokumentieren muss, worüber ich informieren muss. Und es gibt auch nichts besonders Klares hier zur Haftung dafür, wenn weiter unten in der Kette irgendetwas mit den Daten passiert, was nicht passieren dürfte. Das heißt eigentlich hier sehr, sehr schwache Bestimmungen, ein sehr, sehr schwacher Schutz. Und insgesamt kann man sagen, theoretisch mag das alles sehr, sehr gut konzipiert sein, aber in der Praxis führt das alles gemeinsam dazu, dass im Grunde die Datenverarbeitung durch Dritte, an die die Daten dann weitergereicht wurden, dritte Verantwortliche, hier sich weitgehend dem Einflussbereich des Betroffenen doch entzieht. Und dies trotz aller schönen Rechte und wichtigen Rechte, die die Datenschutzgrundverordnung hier bereithält. Ich komme noch ganz kurz zu einem dritten Problem, um dann eben auf etwas einzugehen, woran ich momentan gerade arbeite und wozu ich auch sehr, sehr gerne eben kritisches Feedback hätte. Dieses dritte Problem ist das, was ich sozusagen die Äquivalenz von Daten und Algorithmen, Äquivalenz von Daten und algorithmischen Systemen nennen möchte. Das, der Grundgedanke ist der, dass eben, wenn wir Input-Daten haben, wir zusammen mit einem Algorithmus im Grunde ja dann die Output-Daten, also die Eingabedaten haben und den Algorithmus dazu, dann haben wir im Grunde auch schon die Ausgabedaten. Das ist jetzt natürlich trivial, aber hat gerade im Zusammenhang mit Profiling eine riesen Bedeutung. Stellen wir uns also hier vor, zum Beispiel, dass über Suden eine ganze Menge einzelner Daten gesammelt wurden. Und jetzt kann natürlich so ein Profiling zum Beispiel zum Zwecke von gezielter Werbung so aussehen, dass wir von Susan ein Persönlichkeitsprofil irgendwie anlegen, dass dieses Persönlichkeitsprofil dann tatsächlich als solches gespeichert wird und dass dann auf der Grundlage dieses Persönlichkeitsprofils in einer bestimmten Situation hier eine bestimmte Werbung geschaltet wird. Also zum Beispiel wird dann errechnet, dass an einem bestimmten Tag eben hier Susan eine bestimmte hohe Wahrscheinlichkeit hat, vielleicht ein paar rote Schuhe zu kaufen und dann werden diese Schuhe im richtigen Augenblick hier angezeigt. Das ist aber nur eine Möglichkeit, wie das Ganze laufen kann. Es könnte natürlich auch so sein, hier zunächst einmal aufgrund von vielen, vielen Daten, von vielen, vielen ganz anderen Datensubjekten, vielen anderen Datenbetroffenen, nicht also gerade Susan, hier eben Daten gesammelt werden, Korrelationen gesammelt werden über eben den Zusammenhang zwischen verschiedenen Kriterien und den Präferenzen, dass das alles einfließt in bestimmte Algorithmen, dass dann Susans Eigenschaften sozusagen damit verglichen werden und dass am Ende dann sozusagen aufgrund auch dieser Daten, dieser vielen, vielen anderen Personen hier wir zu einem ähnlichen Ergebnis kommen. Und es kann aber auch noch ganz anders sein, nämlich dass wir aufgrund vieler, vieler Daten, die wir gesammelt haben, hier eben alles in einen Algorithmus bereits programmiert haben und wir unmittelbar von den Daten, die wir halt ursprünglich hier über Susan gesammelt hatten,
dann ohne weitere Schritte, ohne dass hier weiter irgendetwas über Susans Profildaten oder so gespeichert würde, hier unmittelbar zu einer Reaktion kommen. Und das bedeutet, dass natürlich in dieser mittleren Konstellation überhaupt keine personenbezogenen Daten über Susan mehr im Spiele sind, also zum Beispiel Profildaten oder so, deren Offenlegung wir dann fordern könnten oder deren Löschung wir fordern könnten, die gibt es gar nicht mehr. Es gibt nur noch die oft unscheinbaren vielen, vielen initialen Datenpunkte. Und das bedeutet also, die DSGVO läuft insofern auch teilweise ins Leere, weil sie ja nur Daten betrifft, die tatsächlich irgendwo vorhanden sind, die tatsächlich irgendwo gespeichert sind. Aber ob jemand sozusagen hier einen Algorithmus bereithält, der aus scheinbar ganz unscheinbaren Daten hier jetzt hochsensible Daten letztlich generieren kann oder besser gesagt eine Reaktion sozusagen auslösen kann, wie sie sonst nur über hochsensible Daten ausgelöst würde, das wird von der DSGVO in dieser Form nicht erfasst. Und damit haben wir hier auch etwas, was die DSGVO gegenüber bestimmten algorithmischen Praktiken letztlich relativ zahnlos macht. Und das bringt mich jetzt zu einem Punkt, eben der Frage, ob wir hier eine Lösung über Unfair Algorithmic Practices suchen können. Was ist also sozusagen der Befund hier? Die DSGVO hat Lücken, hat Schwächen in verschiedener Hinsicht. Insbesondere auch die Einwilligung hilft uns letztlich nicht weiter. Wir können natürlich jetzt hier an all diesen Schwächen feilen. Wir können zum Beispiel die Regeln über die Einwilligung verbessern. Zum Beispiel könnte man da hier eben maschinenlesbare Dokumentation fördern. Man könnte automatisierte Nachrückverfolgbarkeit entlang der Kette der Empfänger fordern. Man könnte ein Verfallsdatum für die Einwilligung fordern. Man könnte vor allem fordern, dass hier Verantwortliche mit Personal Information Management Services und so weiter zusammenarbeiten müssen. Das alles könnte man verbessern, aber man könnte vielleicht auch ganz anders denken. Man könnte vielleicht fragen, ist überhaupt dieser Fokus auf Einwilligung und auf den auf Rechtfertigung der Datenverarbeitung und so weiter hier vielleicht der falsche Fokus? Sollen wir nicht vielleicht eher versuchen, das zu erreichen, was wir im Vertragsrecht schon seit Jahrzehnten erreicht haben, nämlich rationale Indifferenz, sagt man dazu, rationale Gleichgültigkeit. Im Vertragsrecht haben wir es dank der Klauselrichtlinie geschafft, dass Klauseln, die unfair sind, einfach unwirksam sind. Das heißt, Verbraucher können beliebig Verträge unterschreiben im Grunde und sie können darauf vertrauen, dass wenn im Kleingedruckten irgendetwas Unfaires stehen sollte, dann ist das schlichtweg vom Gesetzes wegen unwirksam. Verbraucher müssen sich also das Kleingedruckte im Grundsatz gar nicht mehr durchlesen. Sie sind sogar teilweise am besten beraten, wenn sie einfach blind unterschreiben, weil das Gesetz selbst dafür sorgt, dass unfaire Klauseln schlichtweg unwirksam sind. Und das Gleiche wäre natürlich auch im Bereich Datenschutz, im Bereich algorithmische Systeme denkbar, dass wir hier eben umdenken und sagen, wir schauen nicht mehr auf die Einwilligung, sondern wir definieren hier eine schwarze Liste unfairer algorithmischer Praktiken bzw. unfairer Datenpraktiken. Natürlich kombiniert mit Generalklauseln, die dann neue Fälle auffangen können und vor allem, dass eben diese Praktiken nicht mehr durch eine Einwilligung legitimiert werden können. Das würde dann so ein Ampelmodell bedeuten. Das heißt, wir hätten einen grünen Bereich legitimer Datenverarbeitung. Dann hätten wir einen
schmäleren oder nicht so schmalen Bereich in der Mitte, in dem wir tatsächlich eine Einwilligung brauchen und eine Einwilligung auch geben könnten. Wir hätten aber einen großen roten Bereich auch verbotener Datennutzungen, wo keine Einwilligung möglich ist. Das wären eben die Unfair Data Practices, Unfair Algorithmic Practices. Und ich muss sagen, ich habe auch viel gelernt. Ich bin auch Beobachterin bei der neuen Datenschutzarbeitsgruppe der ULC, der Uniform Law Commission. Da könnte man jetzt vieles zu sagen. Also ich hätte da sehr, sehr viele Einwände gegen vieles. Aber dieser Gedanke eben, dass man tatsächlich Datennutzungen hat, die nicht über eine Einwilligung legitimiert werden können, den finde ich doch einen sehr, sehr wichtigen, den ich eben auch in diesen Arbeiten wiederfinde. Ich denke auch, dass dieser Paradigmenwechsel hier für die Unternehmen ein guter wäre, denn auch für die Unternehmen ist letztlich die Einwilligung ein problematischer Rechtfertigungsgrund. Alles hängt von vielen unbestimmten Rechtsbegriffen ab. Unternehmen können nie ganz sicher sein, ob nachher nicht ein Gericht die Einwilligung wirklich für unwirksam halten könnte. Und auch Unternehmen wäre viel stärker damit gedient, wenn sie Klarheit hatten, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Und man könnte ja, wenn man sozusagen derartige Blacklists von unfairen algorithmischen Praktiken hier einführt, könnte man natürlich auch daran denken, umgekehrt Whitelists zu schaffen. Und ich denke, es gäbe eine Reihe von Praktiken, gerade im Zusammenhang mit der Entwicklung künstlicher Intelligenz, wo wir sagen müssen, es besteht keinerlei Schädigungsrisiko für den einzelnen Betroffenen. Und wir könnten hier durchaus Whitelists von legitimen Datennutzungen schaffen. Das würde sogar auf der Basis der DSGVO so gehen und könnten hier auch für die Unternehmen mehr Sicherheit schaffen. Im Endeffekt geht es also darum, hier Generalklauseln zu schaffen, schwarze Listen möglicherweise zu schaffen. Diese schwarzen Listen müssten natürlich flexibel gestaltet sein, sodass man sie anpassen kann. Und das Gleiche würde auch im Wesentlichen gelten für die Whitelist. Es ist mir vollkommen klar, dass es schwierig ist, hier diese Listen zu erstellen. Ich hätte hier zum Beispiel so einen Vorschlag für ein paar Kandidaten für unfaire Datenpraktiken, unfaire algorithmische Praktiken, wie eben Täuschung, Diskriminierung in einem weiteren Sinne, in einem algorithmenspezifischen Sinne, Ausnutzen von eben verletzlichen Persönlichkeitsmerkmalen und so weiter und so fort. Es ist mir auch klar, dass es schwierig sein wird, das zu formulieren, aber wir können da auch schon gewisse Anleihen in anderen Rechtsinstrumenten nehmen. Ich will nur ein Beispiel nennen, die AVMD-Richtlinie, die kürzlich reformiert worden ist, die hat hier auch schon sehr, sehr viele wichtige Ansätze, wo wir auch Formulierungen uns abschauen könnten. Es wird also insgesamt nicht ganz einfach sein, die Formulierungen richtig zu bekommen. Aber ich denke, dass die Vorteile für die Betroffenen und für die Unternehmen möglicherweise den Aufwand rechtfertigen würden. Und deswegen kurz die Zusammenfassung dieser Ansatz an unfairen algorithmischen Praktiken wäre für mich ein alternativer Regelungsansatz, sowohl für den Datenschutz als auch für eben künstliche Intelligenz insbesondere. Und es soll natürlich nicht die DSGVO ersetzen, sondern letztlich ergänzen. Der Gedanke ist, wie gesagt, eine Kombination aus Generalklauseln und tatsächlich spezifischen, auf schwarzen Listen gesetzten Praktiken, die wir nicht akzeptieren wollen, weil sie mit europäischen Grundwerten nicht vereinbar stehen, erscheinen. Und natürlich hier eine entsprechende Flexibilität muss gewährleistet sein, wenn wir hier das Zusammenspiel von Generalklausel und schwarzen Listen uns anschauen.
Das Ziel sollte sein, dass Einzelne eben hier frei navigieren können, sich frei bewegen können in der digitalen Welt und genauso wie wir das geschafft haben im Vertragsrecht, im Grunde auf alle möglichen Buttons klicken können und dabei doch vertrauen sollen, dass eben letztlich nichts besonders Dramatisches mit ihnen passiert. Und das Ganze könnte man auch eben durch eine Whitelist hier ergänzen. Was dann auch dazu beitragen würde, hier ein innovationsfreundlicheres Klima zu schaffen. Ich denke, es wird herausfordernd sein, aber einige Jahrzehnte der Erfahrungen im Vertragsrecht und auch im Lauterkeitsrecht haben wohl gezeigt, dass es im Prinzip ein Modell ist, das funktionieren kann. Und ich denke, wir sollten auch weiterdenken, ob wir dieses Regelungsmodell hier im Bereich des Datenschutzes, im Bereich der KI-Regulierung fruchtbar machen könnten. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Ja, wunderbar. Ganz, ganz herzlichen Dank für diesen Beitrag. Ich fand es gerade hochinteressant und glaube ich auch eine der verständlichsten Erklärungen, die ich je in dem Bereich gehört habe. Ganz, ganz, ganz lieben Dank dafür. Wir haben eine Frage gerade reinbekommen. Vielleicht für alle, wir haben gerade noch kurz so 2-3 Minütchen Zeit. Also wer noch mag, wir nehmen noch Fragen an, entweder über Twitter oder Mastodon mit dem Hashtag PW20 oder PW20Online oder über das Fragenformular, das ihr direkt auf der Streaming-Seite mit dem Button Frage stellen erreicht. So, jetzt muss ich gerade kurz scrollen. Die Frage, die wir bekommen haben, heißt, scheitert eine Fairness-Klausel nicht bereits daran, dass die Definition von Schaden bei der Datenweitergabe extrem schwierig ist, wenn nicht direkt finanzieller Schaden entstanden ist? Ja, vielen Dank. Das ist natürlich eine wichtige Frage. Ich denke, dass wir natürlich nicht nur finanzielle Schäden betrachten müssen, betrachten dürfen. Wir müssen natürlich Schäden jeglicher Art hier in Betracht ziehen und ich würde sogar so weit gehen, dass wir nicht nur individuelle Schäden in Betracht ziehen dürfen, sondern auch kollektive Schäden. Wir haben nämlich, wenn es um Datenverarbeitung geht, das Phänomen, dass viele Datennutzungen gar nicht mal so sehr nur die eine betroffene Person betreffen und schädigen, sondern dann eben auch Auswirkungen auf dritte Personen haben, über die dann Schlussfolgerungen eben möglich sind oder in anderer Hinsicht. Also ich würde hier so weit gehen, dass wir diesen Begriff des Schadens relativ weit fassen können und relativ weit fassen sollen. Und natürlich liegt dann der Teufel im Detail. Also sich auf diese Liste unfairer Praktiken hier zu einigen, wird sicherlich keine leichte Aufgabe. Ja, das wäre sicherlich ein Tauziehen und ein schwieriger Aushandlungsprozess. Das ist mir vollkommen klar. Es ist mir auch vollkommen klar, dass es nicht trivial sein wird, diese Generalklauseln zu formulieren. Ich denke aber, dass es geht. Und gerade der Bereich eben Unfair Commercial Practices zeigt ja, dass wir es auch in einem so doch auch dynamischen und auch schwierigen Bereich wie eben dem Wirtschaftsleben und der Vermarktung von Produkten gegenüber von Verbrauchern auch geschafft haben, hier uns auf bestimmte Kataloge zu einigen. Und das macht mich eigentlich relativ zuversichtlich, dass wir es in diesem Bereich, das zweifellos komplex ist, auch schaffen würden. Dankeschön. Ja, ich fand die Vorschläge eben gerade aus dem, oder die du im Vortrag gerade gebracht hast, eben Diskriminierung, Ausnutzung verletzlicher Persönlichkeitsmerkmale, Profiling, Scoring, das sind, also ich finde, das ist schon eine gute Grundlage, von der man dann wegarbeiten kann. Hast du ein Ich meine, du hast vorhin gerade auch referenziert auf diverse Jahrzehnte Rechtserfahrung, wie lange das Ganze wohl dauern könnte, bis wir so etwas haben könnten, weil klingt jetzt erstmal nach, ja bitte, wollen wir auf jeden Fall.
Ja, das ist natürlich schwer, in die Kristallkugel zu schauen. Das hängt natürlich davon ab, wie konsensfähig so etwas insbesondere in Brüssel wäre. Ja, ich denke, dass da natürlich viel Überzeugungsarbeit zu leisten ist. Aber ich denke, was mich etwas zuversichtlich stimmt, ist, es ist ja nichts, was einseitig eine Partei wirklich begünstigt, sondern im Grunde wäre dieses Modell in meinen Augen etwas, was sowohl für die Betroffenen als auch für die Unternehmen etwas bringen würde. Gerade für die Unternehmen, die in der KI-Forschung tätig sind und die vielfach Probleme haben, in Europa so manche Dinge durchzuführen, selbst wenn diese Vorhaben Interessen der Betroffenen in keiner Weise negativ tangieren würden. Das heißt, ich glaube, wenn man hier die Balance schafft zwischen Blacklisting und Whitelisting und auch klar macht, dass das beiden Seiten etwas bringt, dann könnte ich mir vorstellen, dass es möglicherweise politisch nicht ganz aussichtslos ist. Wir haben noch eine Frage reinbekommen. Gibt es eine Lobby dafür? Also, ob es eine Lobby dafür gibt, das wird man sehen müssen. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, also ich habe letzte Woche Teile, so einzelne Gedanken zum Beispiel bei BÖIG, bei der European Consumer Organization, vorgetragen. Und da ist dem Ganzen sehr, sehr großes Interesse, sage ich jetzt einmal, entgegengebracht worden. Und ich bin jetzt, wie gesagt, gerade am Anfang. Ich bin auch dabei, entsprechende Formulierungen zu überlegen, mir die Dinge sozusagen auszufeilen. Aber wo ich bislang diesen Gedanken einmal geäußert habe, auch zum Beispiel die Reaktionen auf die Antwort zur Konsultation der Europäischen Kommission nach dem White Paper, waren eigentlich sehr positiv und sehr vielversprechend. Also ich könnte mir vorstellen, dass nicht nur Verbraucherverbände, sondern auch andere Interessensvertreter, zum Beispiel diejenigen, die eben bestimmte vollkommen harmlose Forschung durchführen möchten oder ganz bestimmte Dinge mit Daten machen möchten, die eigentlich sinnvoll sind für unsere Gesellschaft, dass die durchaus einen solchen Vorschlag ganz positiv gegenüberstünden. Kann ich mir auch gut vorstellen. Also ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, wie das dann hoffentlich vielleicht weitergeht. Also ich glaube, das kommt bei mir auf die Watchlist, dass ich dem Thema jetzt dann weiter anhänge. Nochmal ein ganz, ganz herzliches Danke und den großen Applaus müssen wir jetzt in dem Setting uns leider nur vorstellen. Danke für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne. Hoffentlich nächstes Jahr wieder mit einem Update. Hoffe ich auch. Also noch viel Erfolg für den Rest der Privacy Week. Dankeschön.